Okay, hier Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario 3D Land. In der letzten Folge haben wir diesen blöden Uhrturm fertig gemacht. Und dann ist mir was zwischen den Folgen aufgefallen. In Welt 5 fehlt uns noch eine Starcoin. Und zwar hier. Hier fehlt uns die erste. Aber woher soll ich denn das wissen? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Das heißt, uns fehlt die erste Starcoin. Vielleicht, wenn man hier alle Gegner sieht. Nein. Gut, ich habe keine Ahnung. Wow. Ja, okay, das ist... ja. Man kann sagen, dass das so machbar ist. Man kann aber auch sagen, dass es überhaupt nicht so machbar ist. Genau. Diese Folge nehme ich direkt auf, nachdem ich die anderen Videos geschnitten habe. Ihr wisst ja, ich nehme ja immer... Why? Ihr wisst ja, ich nehme immer 10.000 Folgen auf und dann schneide ich sie. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich in dem einen Video, einem der früheren, Video Nummer 7 oder so, da habe ich gesagt, da habe ich mich total darüber gefreut, dass wir Skylander spielen können. Jetzt ist jetzt am Mittwoch, dem 26., das ist in 2 Tagen, also übermorgen, ist... Ding. Ist ein Skylander-Stream. So, das Problem ist, das Video, was ich da aufgenommen habe, Video 7 oder so, kommt aber erst irgendwann im Juli oder so. Oder wahrscheinlich erst im August. Deshalb ist es total unnötig, was ich eigentlich da drin gesagt habe. Deswegen habe ich jetzt noch kurz was angefügt. Und zwar eben, dass ich das... Das haben wir schon gespielt. Warum bin ich automatisch ins nächste Level gegangen? Ich muss mich mehr konzentrieren. Bin wieder zurück. Wieder fehlt immer noch eine Star. In Level Nummer 4. Hä? Okay. Dankeschön. Warum fehlt uns da am ersten Starcoins? Hä, da weiß ich noch, aber die haben wir geholt. Oh, was ist, wenn das Spiel nicht gespeichert hat? Oh, was, wenn das Spiel nicht gespeichert hat? Was, wenn das Spiel nicht gespeichert hat? Das Spiel hat safe nicht gespeichert, denn wir hatten ja alle Starcoins. Okay, nicht so schlimm, wir holen die kurz nach. Oder ich schneide das einfach raus. So kann ich es natürlich auch machen. Nein, das wäre viel zu viel Aufwand. Lohnt sich gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass es sich jetzt für euch lohnt, sich das normal zu schauen. Deswegen könnt ihr an sich einfach vorspulen. So macht es mir einfach. Genau, das war der Ort, an dem ich mich erinnere. Das war vorgestern, wo ich die Aufnahmen dazu gemacht habe. Ja, schon 2 Tage nichts aufgenommen. Wobei dazwischen war ja auch der Dings-Stream. Der zweite Smash-Stream war ja auch da. Hier, ich kann mich sogar noch erinnern, dass die Röhre zum Ausgang geführt hat. Einfach ans Ziel. Auch nicht wirklich höher. Egal. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Also, ich nehme die Videos jetzt. Heute ist der 24.05. Dieses Video wird wahrscheinlich irgendwann im August rauskommen, wenn nicht sogar im September. Wobei ab September bzw. ab 2022 versuche ich täglich ein Video zu bringen, was hochwertig ist. Ich bin total abgelenkt. Ich drück einfach bloß. Versuch's gut.
Welt 7. Gut. In Welt 1 fehlt uns ja noch der eine Stern. So, nachdem wir jetzt so toll gespielt haben, das Level und uns darüber extremst aufgeregt haben, kommt das noch schwerere Level. Woo! Peter. Nee, schon wieder gar keine Lust auf sowas. Lass die Starcoin, lass die Starcoin, hol die Starcoin. Egal, hol die Star. Spring runter in den Tod und probier's von vorne. Ich mach mal ganz kurz mein Bild größer. Ich vertraue einfach darauf, dass jetzt beim Mikrofon wenigstens einmal alles gut ist. Ich bin zu früh gesprungen. Okay, man hat aber ein großes Zeitfenster. Und man kann auch von den Segen getroffen werden. Das ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht, ja? Boah, vor allen Dingen, wenn Mario einfach nicht. Was ein abgedrehtes Level! Tschüss. Gib mir. Ja, Tanuki. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit. Und es gibt die Möglichkeit. Welche davon jetzt besser ist, weiß ich nicht. Da hinten ist die andere. Okay. Doch, Tanuki macht's einfach. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Halt. Dahinter ist was. Eine Coin! Wow. Applaus. Das wird jetzt der Horror. Oh Gott, ich sehe es. Nein, warum? Es fällt aber nicht runter. Es wird rausgeschoben. Da links, ganz da links. Da ist er. Jetzt getten und rüber in die Mitte. Gut, die Starcoins in dem Spiel sind echt einfach. Und die ganze Zeit Tanuki spawnen. Oh! Zack, zack. Boah, war das knapp. Okay, gut. Boah, ich fühle mich abgeschnitten. Boah. Yo. Gut, also ein bisschen nervenaufreibend, aber nicht schwer. Es ist schon schwer, aber wartet kurz, so. Es ist angenehm schwer. Das nächste Level, das freut uns wieder. Das nächste Level. Ein Boss-Level! Albert, bitte Freude in den Chat, lach. Smiley oder sowas. Yahoo! Wow. Eine geschenkte Starcoin. Ach stimmt, in den Dings gibt es auch gar keinen Checkpoint. Und die sind Scrolling. Scrolling, genau. Scrolling. Okay, aber die ganze Zeit. Wow, geh weg. Ich brauche meinen Tanuki. Nee. Oh, hier kann auch genauso gut irgendwie ein Starcoin kommen. Kamek? Nee, Kamek, also grad ungünstig. Zwei Kameks! Die Starcoin kommt rennen. Kameks gerade sehr ungünstig. Und mich triffst du nicht. Die verfolgen einen jetzt durchs ganze Level oder was? Okay, eins von 10 besiegt. Safe. Safe endet hier das Level. Aber. 200 gleich gut. Easy. Wir wurden nicht einmal getroffen. Kann man das mal hier. Wobei, ich hab's ja bildlich. Ich hab immer noch den Tanuki vom Anfang. Ich bin einfach perfekt in diesem Spiel. Sehr schön. Boost?
Warum? Ey! Was? Mach die Maus da weg! Ich hatte gerade Schwarzbild! Unten, wenn man unten rechts mit seiner Maus auf dieses ganz, ganz, ganz kleine Rechteck geht, dann hat man noch für einen kurzen Moment, oder beziehungsweise, was heißt kurz? Ey! Ich sterb. Ich sterb, ich muss kurz die Kamera an sich fixen. Nein! So viel zu geschafft im First Try. Mein Tanuki ist jetzt auch weg? Beide Tanukis sind weg? Das ist ja sowas von hinterlistig. Oh, das ist fies. Das ist mies, dass jetzt beide Tanukis weg sind. Das heißt, wir haben an sich einen einzigen Glückstreffer. Gut, wir haben... Kamek? Kamek? Wollen wir spawnen? Geh weg. Also ohne... Ohne Tanuki fühlt man sich hier sehr sicher. Was ist das denn? Da ist ja auch noch einer. Waren das drei vorher? Ich bin tot. Es sind fünf? Ja. Bitte wie? Bitte wie? Ich bin klein und muss gegen zwei Bosse gleichzeitig. Außer du bist jetzt. Du bist der beste Gummer der Welt. Du hast doch bestimmt eine Feuerblume für mich. Ich traue das dem Gumba zu, dass der eine Feuerblume hat. Jetzt, du blöder Gumba! Okay, der geht so nicht kaputt. Wir haben ein Problem. Jetzt fragen sich die Leute sicherlich welches. Ja, das kannst du vergessen. So. Ich kümmere mich erstmal um Pompon. Okay. Oh, und wobei. Jetzt kann ich ihm noch eine mitgeben. Oh. Aber der kommt hier nicht hoch, oder? Doch nicht. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Oh! Okay, hier eine mitgeben. Ich bin gesprungen! Ah! Nee. Ich brauch Items. Vergiss es. Vergiss es. So kannst du es vergessen. Nee. Welt 1-1. Ich hoffe, ich denke dran zu schneiden. Ich werde es trotzdem einfach mal kommentieren. Oh Gott, was war das denn? Also, es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Ganze hätte ausgehen können. Entweder wir sterben, weil Bum Bum uns wegklatscht. Oder wir sterben, weil Pun Pun uns wegklatscht. Diesmal war es halt Pun Pun. Wenn man 1000-mal seinen Tanuki benutzt. Nur um ihn dann nochmal zu verlieren. Weil er sich nicht im richtigen Frame gedreht hat. Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Jetzt hier drüben eigentlich Items. Ich brauche auf jeden Fall einen Tanuki für Vorrat. Ja, sehr schön. Und jetzt hier. Professionell! Gut, ne, ich lasse es drin, wegen diesen 2 Sekunden lohnt es sich wegzuschneiden. Wir sind schon bei 14 Minuten. Wegen Hochladezeiten, ihr wisst, mein Internet. Zurück zur Welt 7. Rennen! Und jetzt im First Try Versuch. Ich gehe direkt aufs andere, leg meinen Finger oder wie auch immer das heißt, Mauszeiger schon mal da richtig hin. Wir steigen direkt rein.
Da können wir uns ein paar Bonnabs zurückholen. So. Pam. Hier gab's, wenn man braucht, den da. Gumba. Ich will nachher noch hinten die Gumba-Statue zerstören. Einfach, weil ich wissen will, ob es da irgendwie was für gibt. Ja, ich sollte nicht so häufig in die Kamera, nicht merken. Mit ihr blöden Kamex! Okay, safe. Okay, jetzt kümmern wir uns um die letzte Starcoin. Die hier oben auf uns wartet. Oder auch. Da ist ein One-Up, das einen daran hindert, hochzuspringen. Gumba! Genau so soll es sein. Okay, wir machen es nochmal nach derselben Taktik. Wir fangen mit ihr oben an und immer nur wenn Bum Bum und Blick machen wir mit Bum Bum weiter. Hier, zack. Oder bleiben die beide bloß in ihrem Bereich? Die bleiben beide nur in ihrem Bereich. Okay, zack. Nee! Geht down. Beide mit nur einem Treffer. Ein einziger Treffer hat gereicht, um beide zu besiegen. Yes! Nee, ich will die Münzen nicht. Ich will's Ziel sehen, dass ich's geschafft habe. Und wir gucken vorne noch an der Spitze, was auch immer da diesmal auf zwei Augen. Block. Block. Oh, ein Dreierblock. Ja, nicht alles. Echt? Nur Coins? Yes. Bin ich irgendwie weiter unten platziert als sonst? Ja! Ich seh's grad. Nee. Das muss schon so rein. Sieht das jetzt besser aus? Ja. Gut, ab in die achte Welt. Ach komm, egal. Dann sehen wir jetzt halt schon, was jetzt passiert als nächstes. Oh nein. Bowser hat Peach doch wieder gefangen. Was ein Zufall. Sehr schön. Wie es dann da weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Das ist mit dem Video. Bis dann, Leute. Ciao.